Hey meine Lieben, wie ihr seht, ist das Bild ein bisschen anders. Ich habe mir eine neue Kamera zugelegt. Ich werde es einfach mal ausprobieren mit einer Vlogging-Cam. Ist noch ein bisschen ungewohnt, ich weiß jetzt auch nicht genau, was ich von ihr halten soll. Auf jeden Fall wollte ich euch mitnehmen, denn ich habe wieder vor, meine Haare ein wenig zu blondieren. Ich war im Friseurbedarf, der Laden hieß Cosmo. Da habe ich einfach so ein Blondierpulver gekauft. Einen 3%igen Aufheller und so eine Ampulle mit Keratin und das mische ich jetzt alles zusammen. Also ich mische die Hälfte von dem Pulver und die Hälfte von der Lotion ineinander und dann die ganze Ampulle und dann werde ich langsam versuchen, meine Haare ein wenig Ombre aufzufrischen. Und ich habe mir, falls ihr euch wundert, warum meine Haare so glänzen, ich habe mir davor Öl in die Haare gemacht. Falls ihr mein Video noch nicht gesehen habt über das Pre-Oiling, ich blondiere meine Haare nie, bevor ich Öl drauf gemacht habe, seit ich diese Methode entdeckt habe. Und ja, dann werde ich euch jetzt einfach mal mitnehmen. Ja, tschüss. Genau wisst, wie lange ihr es jetzt eigentlich einwirken lassen sollt. Ich habe jetzt ungefähr eine halbe Stunde lang das eingemassiert. Das war bestimmt auch schon viel zu lang. Die Verkäuferin am Friseurladen meinte, ich soll das nicht so lange einwirken lassen. Also ich finde, in dem Licht sehe ich schon ziemlich blond aus. Mein T-Shirt ist übrigens sehr, sehr hübsch. Also kann ich wirklich nur raten, Leute, zieht euch ein T-Shirt an, was kaputt gehen kann. Was ich sagen muss, die Farbe hat extrem doll gestunken. Das war echt gar nicht mehr schön. Das war kaum auszuhalten. Ansonsten finde ich, dass man sehr gut mitverfolgen kann, wo es heller wird und wo nicht. Ich weiß echt nicht, was ich von der Kamera halten soll, ne? Sieht mir echt scheiße aus. Die Verkäuferin im Friseurladen meinte irgendwie, ich soll die Farbe nicht länger als 30 Minuten einwirken lassen. Ich habe jetzt ungefähr 30 Minuten lang die Farbe verteilt. Also ich weiß jetzt irgendwie gerade gar nicht, was ich machen soll. Aber ich denke, ich werde sie dann so in 15 Minuten mal angucken. Also irgendwie machen mir meine Haare langsam Angst. Es sind jetzt ungefähr 25 Minuten um und ich glaube, ich wasche jetzt unten aus. So, heute ist der nächste Tag. Ich habe jetzt meine Haare geglättet und habe gestern Abend noch eine Silberglanzkur von Balea reingemacht. Die kann ich wirklich sehr empfehlen. Die sind in so einen kleinen Plastikpackungen zum Aufreißen und dann kann man die ein- oder zweimal verwenden. Ich habe jetzt einfach die ganze Packung draufgeklatscht und ja, das ist das Ergebnis. Es ist so ein... Also ich habe versucht, diesen Balayage Effekt zu erzielen. Ich finde, es ist wirklich ziemlich blond geworden. Ich bin sehr, sehr begeistert über die Friseurfarben, weil, da ich finde, dass das Ergebnis wirklich richtig gut geworden ist. Im Gegensatz zu den 1000 Fehlversuchen, die ich mit Drogerieprodukten hatte, beziehungsweise da ist der Effekt einfach nie sonderlich
stark geworden. Deswegen musste ich so oft blondieren. Und hier ist es einfach direkt mega hell geworden. Ich meine, ich hatte davor halt auch jetzt schon helle Haare, aber ich bin echt zufrieden. Und ja. Und falls einige Fragen aufkommen, also ich habe jetzt wirklich vor dem Blondieren einfach ganz normal Kokosöl auf meine Haare aufgetragen, einfach damit sie so ein bisschen geschützt sind. Das habe ich ja auch schon in meinem Video erklärt. Ich mache das eigentlich immer vor dem Färben, da die Haare danach einfach viel, viel weniger angegriffen sind. Und jetzt fühlen sie sich wirklich eigentlich fast genauso an wie davor. Ich muss sie natürlich jetzt ein wenig mehr pflegen. Aber ich bin echt zufrieden und kann die Methode wirklich empfehlen. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Und ich hoffe, das Video war unterhaltsam oder informativ. Ich kann die Produkte alle nochmal in der Infobox verlinken. Und wenn ihr Fragen habt, fragt einfach unten in den Kommentaren. Ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Tschüss!